Zurück nach Hause. To Lombardie in DSDS Jury vor Freude. Wenn das keine Sensation ist. Im kommenden Jahr wird Pietro Lombardi, 26, zurück zu seinen Wurzeln kehren und neben Dieter Bohlen, 64, in der DSDS Jury Platz nehmen. Er ist damit der erste Sieger der Show, der die Seite wechselt und die Gefühlslage der angehenden Superstars selbst kennt. Vom erfolgreichen Kandidaten der 8. zum Experten der 16. Staffel, der Sänger ist schon jetzt voller Vorfreude auf seinen neuen Job. In einem RTL-Star-Themen schwärmte er, dass ich jetzt als Juror an der Seite von Dieter Bohlen zurück nach Hause kommen darf, bedeutet mir mindestens genauso viel, wie DSDS damals zu gewinnen. Ihm sei die Verantwortung seiner Aufgabe durchaus bewusst, als ehemaliger Teilnehmer über die neuen Nachwuchstalente des Landes zu urteilen. Der 26-Jährige versuche, seine eigenen Erfahrungen der vergangenen Jahre so gut es geht an seine zukünftigen Schützlinge weiterzugeben. Die restliche Besetzung des Teams soll zeitnah bekannt gegeben werden. Die Aufzeichnungen starten im Oktober, ein Ausstrahlungstermin wurde bisher nicht genannt. 2011 hatte sich Pietro gegen seine noch junge Frau Sarah, 25, im Finale durchgesetzt. Die weiteren Plätze hatten Adrian Biupi, 27, Marco Anelini, 34, und Sebastian Wurt belegt. Der Karpträger ist einer der erfolgreichsten Künstler der DSDS-Geschichte. 7 Jahre nach seiner Debütsingle Calme Name schaffte er es in diesem Sommer mit Phänomenal zum Beispiel auf den ersten Platz der deutschen Charts.